Gas für beide Teams, die uns eben schon feinstes Counter-Strike gezeigt haben. Zumindest Big Open Academy. Ja, kleiner Burn. Ja. Nee, zu Recht, aber auch Panther, wir haben es ja gesagt, mit guten Ansätzen. Und ja, da wollen wir mal gucken, was sie uns hier in der Pistol Round anbieten. Viel Kontrolle hier unten, aber erstmal noch keine Frags. Ruhig, man contactet hier bei Big Omen Academy erstmal so lang ein bisschen ab. Jawohl. Schließt man den Underground noch aus, damit ist man natürlich ein bisschen disconnected, lässt den einen Spieler da lurken und die anderen rotieren jetzt wahrscheinlich hoch auf den A-Spot, weil sie halt an B gar nichts mitbekommen haben, ne? Aber Big Omen Academy hat sich Zeit gelassen, überall lang in die Toilets und jetzt fangen sie den Backstabber ab, haben natürlich jetzt damit die komplette Map-Control, es geht aber ruckzuck auf den A-Spot. Ja, und da brennt's hier schon und die Bombe, die wurde auch schon gelegt, jetzt eine Retake-Situation für Penta. Und das wird man angehen, hat noch eine Flash und eine Smoke bei Xen, die natürlich noch wichtig werden können im Retake. Genau. Krimbo zielt schon nach hinten ab, hat Paddy da auch gut auf dem Schirm, schöner Jiggle da mit dem Left Eye Peek und sie ziehen ihn zu zweit an. Boah, aber es wäre nicht Paddy, wenn er da nicht vielleicht sogar beide macht, das war knapp vorbei. Mit der Smoke auf der Bombe oben, die Goldbox noch ausgespielt. Wichtiger Frag hier von Hades, der zur Sicherheit schon mit dem Messer unterwegs in Richtung Bombe war. 1:0 für Big Omen Academy und Penta Sports, ja, die schauen erstmal in die Röhre, was das Geld angeht. Ja, ja, und Krimbo, der baut sich vielleicht ein Denkmal nach dem Spiel schon wieder. Der macht ja direkt gut weiter, schön den Lurk ausgespielt und dann ja auch noch im Duell mit Paddy dann den Refrag gemacht. Also der steigt hier schon mal wieder gut ein. Ja, wichtiger Refrag, ne? Mit der Smoke auf der Bombe wollen die in den Toilets natürlich gegen den Spot, gegen diese Smoke sozusagen fighten. Und wenn du dann noch einen Backstab am Rücken hast, das ist der Moment, in dem halt Chaos entsteht. Viele Flashes in die Mitte von Big Omen Academy in dieser Runde. Diese Anti-Ekos, da muss man immer ein bisschen passiver spielen, vielleicht ein paar Türmchen hier am Spielplatz bauen, um zu gucken, ob die CTs da vielleicht sehr kompakt verzögert in die Mitte reingehen. Das ist in dieser Runde nicht der Fall, denn im Force-Buy spielt man hier gerade sehr verteilt bei Penta und keine speziellen Moves, so wie es aussieht, geplant. Ja, tatsächlich kann ich hier auch noch nichts erkennen, aber ich finde es natürlich auch gut, wie dann bei Big Omen Academy erstmal ein bisschen abwartend gespielt wird, weil ja normalerweise ganz, ganz komische Sachen in Forceball-Runden passieren können, Rundläufe, Stacks, whatsoever, aber davon sehen wir erstmal nichts. Es ist wie, wenn sie eine normale Waffenrunde fast spielen würden bei Penta. Finde ich gut so, um ehrlich zu sein. Hier nochmal eine Alarmflash für Panics, damit er nochmal rumziehen kann, aber er merkt auch, okay, Alarm checkt mich nach der Flash auch keiner. Und das ist so für mich so die alte Navi-Taktik, im Zweifel B, ne? Aber das gilt auch generell so für Big Omen Academy. Windows Smoke kommt rein, Nasenflash ist ready, müssen sich die beiden Spieler vorne wegdrehen, aber trotzdem eine der effektivsten Flashes durch den Monstergang. Ja, und aus dem Monstergang, da geht's jetzt raus und da müssen die Spieler bei Panther jetzt zeigen, ob sie das halten können, aber Anuin und Panix, die fangen gut an, Red Sky mit den Refrags, 3 gegen 3, das ist doch machbar, jetzt aber nochmal Panix mit einem, 2 gegen 2, Sky und Red, die jetzt hier irgendwie den Spot halten müssen, aber Krimbo schon wieder kriminell, der Junge. Und dann was für ein kranker Shot von Red. Jetzt das Duell hier. Red gegen Krimbo. Krimbo mit dem Play. Oh. Also, was ist denn das für eine Stelle von Red? Den hat er gerade nicht ernsthaft gemacht. Den hat er gerade nicht ernsthaft gemacht. Junge, was ist das denn? Das hat doch mal mehr als eine Ratsche verdient, Leute. Wack in den Chat. Was ist das bitte gerade für ein Schuss von Red gewesen? Genießt den nochmal im Replay, weil das war höchst illegal, wie Venom sagen würde. Ja, also ganz, ganz krass hier, vor allem wie wichtig dieser Shot auch ist für diese Runde für Penta. Ich meine, sie waren im Force-Buy und dann holt Red einfach diese Runde absolut geil. Na, geisteskrank von ihm, da mit diesem ja, Scout-Quickshot. Es war halt wirklich ein Quickscope, instant abgedrückt, ey, und irgendwie connected das Ding dann noch. Da hat Red wahrscheinlich sogar die Augen bei zugehabt für die Style Points. Hier, ja, was ihr da seht, Leute, ist die Säulensmoke, die, wichtiges Detail aus der letzten Runde, extrem viel Arbeit geleistet hat für Penta. Die haben nämlich bei dem B-Go direkt eine Smoke links an die Säule, zwischen Fässer und Säule geworfen und dadurch hatten sie überhaupt noch diesen guten Fight an der Schräge kreieren können und genau das ist jetzt auch der Plan, weil Big Omen Academy extrem gute, schnelle B-Executes am Start hat. Ja, und
noch unsicher, noch so ein bisschen vor der Mitte Playground unterwegs. Und dadurch, dass sie den Bombenplant ja bekommen haben, auch ein bisschen bessere Force-Buy, als es gewöhnlich wäre. Tatsächlich auch eine AK und zweimal die Galil. Xen. Erstmal wieder hochrotiert, aber Frag Refrag anerlangt. Big Omen Academy ist ein Team, das sich erstmal ein bisschen Zeit lässt. Du hast den Bay angesprochen mit der Galil, mit der KU, da ist der Fuß gesehen worden. Xen mit der Info anerlangt, dann auch der Spieler down. Und Red sicherheitshalber mit dem Sprung durch. Und Xen ist immer noch nicht bekannt, ey. Oh, hat er sich da gerade verraten? Xen bekommt einen Kill, aber wird auch getradet. Immer noch die Überzahlsituation für Penta jetzt. Ja, und das 2 gegen 3, das ist natürlich ausspielbar. 3 Sekunden auf der Uhr, aber Red macht das einfach stark hier. Wechselt die Position von der Bank zum Truck, macht dann jetzt den zweiten Frag für sich in der Runde. Und der dritte, der wird ihm da quasi geschenkt. Und dann ist es die zweite Runde für Panther. Na, ja, meine Highlights nenne ich einfach nur noch Red.mp4. Das zweite Mal hintereinander, dass wir ihn hier nochmal hervorheben. Ja, oder du kannst doch auch so, du könntest so Rottöne einfach durchgehen. Irgendwie so Burgunder. Burgunder.mp4. Was gibt's noch? Da hört schon bei mir auf. Karmesin, okay. Karmesin.mp4 nehmen wir auch mit. Haut noch mal ein paar Rottöne in den Chat, Leute. Ja? Ferrari-Rot, gibt's das? Ich glaube, es gibt einen. Mir fällt's gerade nicht ein. Ist auch egal. Alpha-Rot gibt's. Alpha-Romeo-Rot gibt's. Anuin. Durch. Ah, es ist halt dieser schnelle Underground-Play in Richtung A. Aber hier sehr gute Gegenflashes. Da wird halt gearbeitet. Das war eine Teamflash, glaube ich. Zum Glück sind die da alle dabei. Bei einer ist er lang durchgekommen. Aber zum Glück hat Red da aufgepasst und sein Frag noch gemacht. Es ist Xen, der down geht. Hat er, glaube ich, auch verdient. Es war, glaube ich, seine Flash, die Red da geblendet hat. Ja, sah echt komisch aus. Aber ich meine, okay, man hat jetzt einen Spieler verloren. Das ist für. Ja, das ist schon in Ordnung. Ey, was da im Chat gerade kommt. Ja, Kaminrot, Burgunder, Fuchsia, das ist alles noch clean und sauber. Habt ihr super gemacht, Leute. Aber dann kommt einfach von Lukas Lucky Strike hier übrigens, der Manager von Penta, Alarmstufe rot. Da weiß ich wieder, dass konsumiert wurde, Lukas. So, ja. Red. Zielt Mitte an und ja, super Winkel. Ne? Hatte wieder was gesehen bei dem Frack hier. Und hier, was wir da sehen bei Sin, ist so ein Pre-Fire-Winkel. Wie lange lässt er sich denn bitte Zeit? Nee, also krass. Natürlich auch wieder gut hier von Red. Und uiuiui, was ist denn das von Krimbo? Den musst du doch 5-mal machen. Aber Sin, der bedankt sich für das Geschenk, was ihm mir angeboten wird. Schöner Kill. Damit jetzt Big Omen Academy schon wieder in der Unterzahl und es ist noch über eine Minute in der Runde zu spielen, Leute. Eieiei. Das ist eine Waffenrunde. Auch super geil gemacht dann von Penta nach diesem Wahnsinnsfrag von Sin. Mit einer Flash in Richtung Monstergang reagiert und dadurch die Information bekommen, dass Anuin da schon sehr weit vorne war. Ist jetzt natürlich wieder 5 gegen 3 insgesamt, aber auf dem A-Spot wäre es aktuell ein 2 gegen 2, wenn Red hier nicht diesen Cheeky Tower auch noch checken würde. Ey, jetzt läuft es halt wirklich richtig gut bei Penta. Ist vielleicht das gleiche in grün, was wir auf der CT-Seite von Big Omen Academy auf Inferno gesehen haben. Schönes Ding hier von Marvin. Und der Follow-up auf Paddy und damit reißt er im Alleingang den A-Spot auf. Jawohl, da geht auch die Smoke schon rein gegen die Stairs. Da muss man gucken, dass man von der Bank irgendwie kommt, dass sie das klug ausspielen. Sie haben ja auch Zeit, Bombe erst eben gelegt, Diffuse-Kit vorhanden bei Sky. Auch die Firepower auf jeden Fall noch da. Man hat sogar noch Nades, mit denen man arbeiten kann. Ja. 2 Flashes und die Smoke. Gerade die Smoke ist das wichtigste Element im Retake. Die auf die Bombe und dann hast du es meistens. Aber wie aggressiv steht Marvin hier? Wenn der Spray-Transfer connected hätte, das wäre wahrscheinlich die Runde gewesen. So sieht man kurz nach der Smoke den Kopf von Anuin. Xen mit dem Kill gegen ihn. Der wollte natürlich so früh wie möglich das 1 gegen 1 in diesem Afterplant. Aber so ist es Runde Nummer 4 für Penta, die fast noch an Big Omen Academy gegangen wäre, dank Stand in Marvin. Ja, da kann man natürlich die Frage stellen. Du hast am Anfang so ein bisschen angedeutet, wie lange wird er noch Stand in bleiben? Also performt er wirklich gut nochmal, macht den Plant hier möglich. Ja, aber nichtsdestotrotz, Penta stark verbessert. Also, die spielen jetzt hier gut zusammen und auch wenn die guten Spieler, die hier gerade auf der Welle sind, zum Beispiel Red down gehen, dann kommen die Mates und greifen ein. Ja, diese Runde könnte der schnelle B-Go von Big Omen Academy kommen.
Erstmal eine Smoke in Richtung Kurz, die direkt den Molotov gelöscht hat. Dazu noch die Flash drüber. Teamkill von Anuin ist natürlich unlucky. Sky kümmert sich gerade nur um Kurz, während da auch Spieler aus dem Monstergang laufen. Kann das gut callen. Und den letzten, den darf er dann auch noch mitnehmen. Zwei Frags für ihn hier von den Fässern. Penta mit einem guten B-Block, keinen einzigen Spieler verloren. Und der Bonus obendrauf ist, dass durch den Teamkill von Big Omen Academy dann auch noch weniger Geld bei denen vorhanden ist, als sie dann eigentlich geplant haben. Zumindest bei einem Spieler. Ja, das war eigentlich, als wenn Sinn nicht in den Molly reinläuft am Ende, war es, glaube ich, das wäre eine Körbchenrunde, ne? Ja, aber ein bisschen Schaden war ja drin, ne? Ja, also, ja, nee, der ist dann, nachdem der letzte gefallen ist bei Big Omen, ist er noch irgendwas reingelaufen. Ah, okay, dann ist Körbchen von mir aus. Ich weiß nicht, wie die Regel da ist, die hat ja Venom erfunden. Ja, das ist, Da musst du ihn fragen. Schreibt mal Venom, Leute, fragt ihn mal. Gilt die Körbchenrunde auch, wenn man nach dem letzten Kill erst den Schaden kassiert? Ne? Ja. Hier haben wir gerade Nate Stack von Big Omen Academy in Richtung Info-Jump-Position gesehen. Penta spielt in dieser Runde auch eine aggressive Mitte-Kontrolle. Da ist Big Omen Academy aber generell sehr defensiv gerade aufgestellt. Auch wieder eine wichtige Runde, weil Big Omen Academy kaufen kann. Ja, also finde ich echt interessant, dass sie dann jetzt die Mitte ganz, ganz, ganz zögerlich anspielen. Das Setup somit von Penta erstmal ohne Ertrag. Und jetzt sehen wir hier Krimbo, der vorkontaktet im Monstergang. Schönes Ding von Panix. Und weiter geht's hier. Jetzt hat man den Raum in der Mitte eingenommen. Aber von hinten kommt Paddy. Das könnte richtig gut werden mit dem Lurk. Und 1, 2. Nein, der zweite nicht. Nein. Oh, er macht nur. Doch, er macht tatsächlich 2, aber wird gerefragt von Artis. Nichtsdestotrotz, starkes Play hier von ihm. Ja, Krimbo bekommt dafür noch einen Frag an B, dann geht er down, das heißt die B-Kontrolle ist trotzdem weg. In der Banane hier vorne ist Red aber unterwegs, fängt Hades dann ab, die Bombe immer noch am Mann, aber Anuin ganz alleine gegen 2. Sie wissen nur nicht bei Penta, wohin Anuin gehen wird und das ist der Strohhalm, an dem sich Anuin noch festklammern kann. Ja, absolut, wir sehen jetzt hier auch, sie decken beide Spots mit jeweils einem Spieler, das heißt, er wird hier auch ein 1 gegen 1 Duell bekommen. Die Frage ist nur gegen wen, na, es sieht aus wie gegen Red. Oh, jetzt kommt der Plant hier rein. Und oh, gebackt! Nee. Ey, es läuft halt gerade bei Red. Der guckt sich das auch nochmal ganz genau an. Ne? Bevor er die Fuse, der hat ja alle Zeit der Welt, auch wenn er da gerade keinen Defuse-Kit hat. Und er wartet vielleicht auch drauf, dass Sinn hier noch ein paar Sachen mitnimmt. Aber, also, das vielleicht auch das Pech, dass Penta auf Inferno auf der T-Seite gepachtet hatte. Das wird gerade ausgeglichen durch auch ein paar Situationen, Aktionen, die ja das Glück belohnen oder halt den Versuch belohnen, dass er da zweimal durch die Kiste bangt und mit dem zweiten Schuss den Frag dann echt noch bekommt, bevor die Situation überhaupt noch heiß wird, ne? Ja, also die Jungs von Penta und vor allem Red, also die fühlen es gerade komplett. Also da funktioniert jetzt halt auch mal was, anders als auf Inferno, wo dann einfach so, wie du sagst, das Glück nicht immer hold war. Mhm. Taktische Pause, Big Omen Academy. Man kann es ja irgendwo nachvollziehen, wenn man 1-6 hinten liegt. So eine taktische Pause. Aber was ist bisher passiert? Big Omen Academy ist auf dem A-Spot, glaube ich, sogar häufiger zum Plant gekommen als auf dem B-Spot. Obwohl sie den B-Spot an sich lieber anspielen. Wir sehen in Penta, dass sehr gut auf ein sehr aggressives Big Omen Academy an B vorbereitet ist. Die ihrerseits allerdings das Game auch so ein bisschen in die Richtung balancen, dass sie gerne mit Solo-Aktionen versuchen, verzögert, leise, mit Lurks eben aus dem Monstergang rauszukommen. Big Omen Academy könnte jetzt also versuchen, mehr Präsenz in der Mitte zu zeigen, vielleicht auch Alang anzuspielen, um das Spiel ein bisschen breiter zu gestalten und dadurch auch diese B-Deckung vielleicht ein bisschen aufzulockern, wenn einer der Spieler dann, der 3B-Spieler, ein bisschen früher nach oben rotieren muss. Und in dieser Runde ist, glaube ich, sogar ein 4-Mann-B-Aufbau von Penta. Das sieht aus, als würden die eine Pistole spielen. Ja, tatsächlich. Und ja, gut, Panix, der bedankt sich. Schöner First Trick hier, tatsächlich gegen Red. Das war wichtig, dass man hier gleich mal die AWP zum Beginn der Runde rausnimmt. Ja, gerade in dieser Runde mit diesem 4-Mann-B-Aufbau von Penta schmerzt das natürlich, weil die direkt umstellen müssen. Aber gute Aktion von Paddy. Er ist auf den A-Spot gekommen, ohne dass Big Omen Academy den schon einnehmen konnte. Und er nimmt jetzt selbst nochmal Raum ein, indem er Richtung Alang vorgeht. Die Frage ist, ob Big Omen Academy jetzt über die Toilets nochmal Alang einnimmt. Und da würde Paddy halt ganz alleine stehen. Null Support. Er spielt nur einen Off-Angle. Und den auch noch so, dass die Schüsse halt auch gut in den Laternenfall da reinknallen könnten. Einen kann er machen. Dann ist Schluss. Dann ist Marvin zur Stelle. Aber einer ist wieder hochrotiert, das ist diesmal Sinn, der angeschossen ist.
Ja, und dann haben wir jetzt tatsächlich eine Überzahlsituation für Big Omen Academy und auch ein starkes Commitment in Richtung A-Sport. Da ist der Side-Take im vollen Gange, nur noch 10, aber der macht das hier gut gegen Anuin. Kauft doch mal Zeit, die Bombe noch nicht gelegt, sogar ungünstig gedroppt am Truck. Die muss man jetzt irgendwie picken. Oh, was für eine Schelle von Krimbo hier. Und der plant, jetzt geht er ran. Ja, keine Granaten mehr bei Big Omen Academy übrig, dafür haben wir noch 2 Smokes und einen Molotov bei Panther Sports. Sky und Xen arbeiten sich da langsam Richtung Elevator vor, haben die Smokes hier abgewartet, niemanden direkt gesehen, aber Marvin hat einen guten Winkel, nutzt die Banksmoke aus, hat den ersten gemacht, den zweiten sieht, aber da hilft Krimbo schon aus, die zweite Runde für Big Omen Academy und sie kommt auch durch mehr Mittekontrolle, durch diesen Frag gegen Red. Aber da muss man sagen, dass Penta hier den falschen Riecher hatte, ne? Die wollten halt, dachten wahrscheinlich, dass es eher auf B geht. Und in dieser Runde einfach für die falsche Taktik entschieden. Ja, absolut. Und was auch interessant war, man hat einfach so ein bisschen adaptiert. Red hat ja schon davor einen aggressiven AWP-Move in der Mitte gespielt. Es wurde hier antizipiert. Und was dann wiederum von Penta nicht antizipiert wurde. Marvin hat jetzt schon 2-mal im Afterplant auf A die gleiche Pose gespielt. Mhm. Und es wurde beides Mal eigentlich nicht gecheckt. Ist halt aber auch echt nicht einfach, die zu checken. Ich glaube, du kannst sie auch nur sehr schwer flashen, die Position. Das macht sie einfach sehr stark, aber sie ist halt sehr offen an der Bank gespielt. Das heißt, er braucht einen Smoke Door, er braucht Kontrolle an der Bank, um die Position da sauber ausspielen zu können. Schöne Nate hier und wunderbarer Move von Penta. Kurzkontrolle, Tür aufgesprengt, AWP reinzielen lassen und direkt ist der Spieler, den du eben nochmal gehighlightet hast, da. Und Marvin, der kann den Rest der Runde nur zuschauen. Absolut, und wer, wenn nicht Red, tatsächlich starkes Ding hier, das war tatsächlich Nummer 12 schon von ihm, also der hat hier richtig Lust rein zu fraggen und da ja macht er direkt weiter mit dem zweiten gegen Krimbo, eieiei. Ja, dem 13. dann insgesamt, da können wir direkt mal mitzählen. Lang sind sie durch, haben eigentlich kaum eine andere Wahl, als jetzt versuchen, hier auf dem Spot für klare Verhältnisse zu sorgen. Und dann kommt auch noch der Molly, muss gelöscht werden auf dem Spot. Der Spieler kommt sogar noch mit der Gold, aber was ein schöner Frag gegen die Rotation von Hades. Mehr kann er bis jetzt nicht machen, dabei bleibt es dann auch. Ein Kill gegen Penta und keine Folgerunde für Big Omen Academy, deren Geld hier höchstwahrscheinlich nicht für eine weitere Buyround reicht. Es ist interessant zu sehen, ob sie jetzt kaufen werden. Also einen passablen Force Buy könnte man spielen für volle Loadouts, ja, keine Chance natürlich. Und ich sehe gerade tatsächlich, Anuin, der, ich weiß nicht, ob der gedanklich noch so ein bisschen auf Inferno ist. Der ist ja noch gar nicht angekommen hier. Das muss ich gerade selbst mal schauen. Oh, Null? Ja. Hast du die Null gesehen? Ohne Scheiß, ja. Das ist die Zielscheibe, die er braucht, weißt du? Heute ist wieder vorbei mit mir, Leute. Tut mir leid. Oh, habt ihr gesehen, was Xen angezielt hat? Er hat den 4-Mann-Tower angezielt. Hinten. Auch das ist was Big Omen Academy gern mal reinbringt. In dieser Runde allerdings kein AWP. Deswegen für uns natürlich leicht zu sagen, dass das unwahrscheinlich war. Xen hier mit der zweiten AWP. Checkt den Monstergang nochmal, nachdem er den Molly Richtung Short geworfen hat. Und inzwischen positioniert sich Sky dann aggressiv an der Holzwand. Es kommt ein B-Split. Ein Frag für Xen, aber sein Support ist down und da steht natürlich Klaus weit gegen die MAC-10, gar keine Chance. Ja, der Bombenplan geht rein, ja. Ja, Anuin tatsächlich, der ist jetzt wieder da mit 2, sind jetzt hier schön, aber der ist hier heftig unter Druck. Und ja, die Mates, die sind noch nicht alle da, das sollte sehen, vielleicht wartet er da lieber nochmal. Jetzt aber Red, der mit eingreift, schön Party am Monster mit dem zweiten. Anuin diesmal jetzt schon mit 3, wenn es das Ace von Anuin wird, er hätte noch die Chance tatsächlich, aber wird einfach geholt von hinten von Party, der das hier gut macht. Ey, da sagst du einmal, wo Anuin, der ist noch gar nicht angekommen, zack, kommt eine Runde von ihm, indem er einfach mal 3 Kills mit einer MAC-10 gegen die ganzen Rifles und AWPs macht. Aber die Runde bringt es halt leider nicht. Es ist jetzt schon die 8. 10 Runden gespielt. Big Omen Academy hat immer noch die Chance, auf 7 Runden zu kommen, was dann immer noch eine starke Halbzeit wäre. Aber Penta beweist einfach, dass Big Omen Academy bekannt ist, was die spielen. Dass sie eigentlich mehr adaptieren müssten auf das, was sie machen. Und dass das eben auch keine einfache Aufgabe ist. Und das wird jetzt in dieser Season natürlich interessant zu sehen sein. Ob der amtierende Champion ohne großen Wechsel, eventuell ja Marvin gegen Prosus, man weiß es nicht, ob sie die Leistung aus der letzten Season dann nochmal abrufen können, wenn sich alle Teams so gut auf sie vorbereiten. Ja, auf jeden Fall. Also ist auch immer eine Sache der Konsistenz so und die findet sich meistens erst so, wenn man ein bisschen sich eingegroovt hat zusammen als Crew. Also ja, wir sind ja noch ganz am Anfang und ich sag's mal so, ne, so diese Inferno-Hälfte, die sah auf jeden Fall bärenstark aus, wenn sie das noch ausdehnen können.
Dann wird es vielleicht was. Aber jetzt sehen wir erstmal Red Party auch noch mit einem in den Toiletten. Aggressiv eingesetzt, kann nicht gerefragt werden. Jetzt nochmal, aber Anuin, der ist jetzt da und auch Panix hat was getroffen. 3 gegen 3 jetzt. Jetzt geht hier der Argo komplett los. Panix nochmal mit einem und ja. Dann sieht's wieder mal nach einem Bombplant aus für Big Omen Academy. Machen Sie im LKW? Der Schuss von Xen geht. Oh, der löscht die Löschsmoke da. Der Löschzug wollte ich gerade schon fast sagen. Der da instant dabei war. Der sorgt natürlich dafür, dass man auch ein bisschen besser aus dem Elevator rauskommen kann. Aber gut angezielt hier von Panix. Sollte sein Dritter werden. Jetzt ist auch Sky bekannt. Und Bombe. Oh, er hat sogar noch eine Smoke. Oh, wie will er denn da smoken? Was macht er denn? Hallo? Einmal hin. AWP ist dabei. Er geht einfach an der Arme vorbei, jetzt haben die beiden eine Arme, oder was? Glock rein, da sieht er den Rücken, einfach mal Arsch zeigen, oder was? Dritte Runde, Big Omen Academy. Ja, und Penta Sports. Ist das Geld weg? Die haben echt keine Kohle mehr. So schnell kann es gehen auf der CT-Seite. Das waren, glaube ich, ein paar knappere Runden. Ja, das sah auch ein bisschen lost aus von ihm. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wenn du im Supermarkt was kaufst und dann halt irgendwie zu stolz bist, den Verkäufer zu fragen, weil du es nicht findest. So. Also, ja. War schon eine wilde Runde gerade da um den LKW. Absolut. Einige dieser Entscheidungen gerade konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Die habe ich einfach nicht verstanden. Nachvollziehen, da will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß einfach nicht, was man sich dabei gedacht hat. Man steckt halt nicht drin. Ja, das ist wahr. Wir können nur kommentieren, was wir sehen. Und wir sehen den guten Krimbo, der hier schon sehr weit vorne ist. Gutes Timing. Ja. Paddy hat da. Oh, der ist da richtig wild, dass er nochmal reingeht. Hätte man vielleicht die Überzahl noch ein bisschen länger ausspielen können. Auch am Monstergang gab es noch einen Fight. Big Omen Academy ist. Ja, mit dem 4 gegen 4 wahrscheinlich gerade ganz gut bedient. Ist natürlich bitter, Krimbo zu verlieren. Wer hat es angesprochen, auf Inferno so stark gewesen. Aber man hat natürlich noch 4 andere Spieler, die jeder eine Runde im Alleingang klar machen können. Schöner Frag von Red, aber diese 2 AWPs können gerade jetzt in dem 3 gegen 3 einen riesen Unterschied machen. Ja, auf jeden Fall. Und es wird jetzt hier in Richtung A gehen, aus dem Monster und von Kurz. Und ja, da muss jetzt hier Sinn ein bisschen Zeit rausholen, macht tatsächlich den Schaden. Aber dann kommt der Headshot rein, schöner Kill hier von Hades. Und dann kommt jetzt hier, Anuin hat es auf dem Schirm, hat Red auf dem Schirm. Und Anuin, der dreht ja komplett am Rad hier. Ich glaube, ein 4K von ihm sogar in dieser Runde. Ja, und wow. Der letzte auch noch durch die Smoke, also da hat er kleines bisschen Glück gehabt, aber das gehört nun mal dazu. Wenn man nicht durch die Smoke schießt, kann man durch die Smoke auch keine Kills machen. 3 Runden noch zu spielen. Ich hatte es gesagt, beim Spielstand von 8 zu 2 auf 7 kann Big Omen Academy noch kommen. Und dadurch, dass sie das Geld jetzt auch kontrollieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bis an die 7. rankommen können, ziemlich hoch. In dieser Runde nämlich nur Deagles und eine Scout bei Penta. Aber ich erinnere gerne an die 2. Runde dieser Halbzeit, in der Red mit der Scout nochmal gut reguliert hat und die Runde an Penta ging. Schöne ja. Nate. Ja, auf jeden Fall. Die hat gesessen. Ist immer so relativ bei diesen CSGO-Granaten. Jetzt Red. Uiuiui, nicht der Headshot leider. Deswegen kommt da Marvin nochmal mit dem blauen Auge davon. Aber was ist denn das? Fadi, wer macht das doch einfach? Und nochmal einer von ihm. Was sind denn das für Kellen hier? Ganz, ganz stark von ihm. Da noch einen zweiten zu machen, ist super. Vor allem nutzt er diesen ersten Anschuss von Red so super aus. Krimbo hier unten. Oh, da kriegt er noch eine Flash ab. Der muss doch down gehen. Der darf doch niemals 2 bekommen. Was ist denn hier gerade bitte los? Ja, der Spieler vorne direkt am Monster war von der eigenen Flash. Also wurde geteamflasht, glaube ich. Deswegen konnte man da nicht so wirklich reinziehen. Jetzt hier gut Panix, der sagt einmal Danke an Red. Und dann gibt's hier den Plant nur noch Sinn mit der Deagle hier. Na, ein bisschen Molly-Schaden ist er getankt worden. Aber Anuin auch da kurzen Prozess gemacht. 5. Runde ist drin. Sehr teure Runde für Big Omen Academy. Ich hab's gesagt, sie kontrollieren das Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass sie mega die Reserve für diese letzten beiden Runden aufbauen konnten. Sollte aber trotzdem zum Nachkaufen reichen und dementsprechend Big Omen Academy gar keine, müssen sich gar keine Sorgen mehr ums Geld machen im Endeffekt. Ja, das sehe ich auch so.
Und ja, unglaublich. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir hier noch einem 8-7 potenzielles ja noch möglich entgegensteuern. Denn das sah schon sehr überzeugend aus, was Panther euch auf der CT-Seite angeboten hat. Jetzt hier wieder der aggressive Move von Red. Und wieder wird es antizipiert von Panix, der das Duell für sich entscheiden kann. Na, einfach ewig warten gegen Red, so wie es aussieht. Irgendwann zieht er rum. Wichtiger Frag dann auch noch gegen den Underground. Das sind schon zwei Frags gegen den A-Spot. Sofort natürlich die Rotation von Sinn nach oben. Er löscht den Molly, um ein bisschen anzutäuschen, dass er da vielleicht noch schnell durch möchte. Dann eine HE aus der Bank. Das sieht fast so aus, als wären schon zwei Spieler kurz vom Retake. Deswegen ist hier Big Omen Academy auch darauf bedacht, beide Positionen abzuzielen. Panther aber längst unterwegs, die Waffen zu saven, denn deren Geld würde nicht reichen, um nächste Runde nochmal Rifles zu kaufen. Nee, also so wie ich das auch sehe, wird das ein recht awkward dabei. Wird auch nicht für volle Loadouts reichen bei Paddy und bei Red wahrscheinlich. Aber naja, allzu schlecht wird es dann auch nicht. Und dann, ja, ist es die Frage, ob man tatsächlich hier nochmal Runde 9 holt oder ob tatsächlich Big Omen Academy 5 Runden in Folge machen wird. Ja. Erstmal hat Anui noch einen gemacht, dass die dritte Waffe down ist. Ist echt heftig. Und er muss doch wissen, dass da noch einer ist. Alleine kommst du nicht oben drauf. Und es gibt nochmal einen weiteren Kill. Also Big Omen Academy investiert viel, um mehrere Waffen abzunehmen. Aber am Ende ist es nur eine weitere, die sie noch mitnehmen können. Bedeutet aber auch, dass es bei zwei, es werden wahrscheinlich drei Rifles werden dann. Ansonsten wären es wahrscheinlich vier gewesen. Okay, es werden vier, aber zu Kosten der Granaten. Ja, auch natürlich unlucky, dass man da, weil der Rundentimer ja schon so weit runtergelaufen war dann nach der Explosion, dass man dann nicht nochmal irgendwie an die AK kommt oder so. Ja, so muss man mit dem leben, was man hat, und das ist gar nicht mal so gut. Ja, Red. Diesmal arbeitet er mit einer AE. Das ist das Ding, er kann jetzt eigentlich gar nicht mehr so aggressiv in der Mitte spielen, wie er möchte, weil er jetzt schon zu häufig dort das Duell verloren hat. Der aggressive Move an der Lang mit der Scout war relativ erfolgreich. Schöne gelobert, aber Sky ist sehr weit weg von der Smoke. Deswegen geht Grimbo an B dann down. Und Red bietet sich jetzt eben auch nicht wirklich als einfaches Ziel an seiner Guardian-Position, die er auch schnell wieder aufgibt. Ja, und da mal tatsächlich der First Track für Panther in der Runde, die natürlich jetzt auch, oh, da schicken sie Paddy wieder vor, der ja auf lange gespielt hat, was für ein Ding von Red, das ist ja völlig krass, guter Headshot hier gegen Panix, 5 gegen 3 hier und ja, Paddy noch mit der Wildcard, aber Arduin mit dem Timing und dann holt er ihn tatsächlich hier raus, nochmal viel Schaden verteilt und Sinn hier auch nochmal mit einem, somit nur noch Hades gegen 4. Ja, er hat seinen Frag durch die Smoke bekommen, auch einen Molotov an den LKW geworfen, aber es hat nicht sollen sein. Dieser Force-Buy, in Anführungszeichen, sehr potenter Force-Buy, geht an Panther Sports. Und damit gehen wir, Leute, in eine ganz kurze Pause. Wir sind in 2 Minuten wieder für euch da mit Halbzeit Nummer 2. Bis gleich.
endlich mal ein knapper Spielstand hier zwischen Panther Sports und Big Omen Academy. Nicht wie auf Inferno, wo es dann doch mit 13:2 sehr deutlich war. Wir starten also rein in Halbzeit Nummer 2 hier auf Overpass. Jawohl, und wir haben auch sehr verrückte Sachen gesehen hier. Und ja, es gibt auch eine Heldengeschichte zu erzählen, denn der gute Anuin, der tatsächlich von Nullfrag sich an die Spitze des Scoreboards seines Teams katapultiert hat, der ist tatsächlich Topfragger jetzt bei Big Omen Academy. Ja, wow. Wahnsinn, das war ja schon irgendwie Mitte der ersten Halbzeit, wo wir gesagt haben, der hat null, ne? Und dann kommt der echt noch zurück, macht 12 Kills, also sehr, sehr wichtig hier für dieses Mini-Comeback von Big Omen Academy gewesen. In der Pistol Round sehen wir ein sehr aggressives Big Omen Academy an B kurz. Wollen dann vielleicht sogar direkt vor B gehen und versuchen, dort einen Frag mitzunehmen. Aber das wird, glaube ich, oh, die Flash kommt rein. Schöner Frag hier von Marvin. Und man zieht sich mit Marvin wieder zurück, aber einer bleibt noch stehen. Das ist Hardless. Das heißt, sehr viel Info gerade vor B. Aber auch der Druck in der Mitte, dass Penta da gerade auf A durch möchte. Und da geht's jetzt mal schnell hier. Die Rotation kommt doch sofort rein von den Big-Spielern. Und ja, Sky, schönes Brett hier. Oh, die Glock auf die kurze Distanz natürlich sehr, sehr gut. Und da macht er auch zwei Anuin mit einem Refrag. Aber Paddy, der stellt ein 3 gegen 2 her. Jetzt kommt der Plant rein. Und da ist natürlich die Frage, wie sie das ausspielen. 2 gegen 1, jetzt hat es nochmal. Und der machte den ersten im Duell gegen Red. Und der war doch so gut in der ersten Halbzeit. Kann er dann noch weiter drauf aufbauen? Red jetzt hier, 1 gegen 1, oh nein, oh nein, und tatsächlich geht der Diffuse durch, was ist denn das? Er macht den DJ, Freunde, kannst du eigentlich nicht mehr, aber er jiggelt halt so ein bisschen mit der Maus noch hin und her, dreht sich mit dem Rücken dahin, duckt sich, der Kopf ist gefühlt gar nicht mehr zu sehen. Ja, und das ist halt auch so eine Kritik, die man eigentlich immer äußert an CS, dass die Models von hinten, dass sie laufen wie Quasimodo gefühlt und man den Kopf von hinten, gerade wenn die Leute geduckt sind, nach unten schauen, kaum mehr treffen kann, aber stark auf dem Schirm gehabt hier von, wer war's, Anuin, Hades? Hades, ne, von Hades, einfach krass, ey. Er macht den DJ. Ja, und das ist natürlich ein bitterer Start in die zweite Halbzeit für Penta. Man hat ja die Halbzeit gewonnen, recht knapp. Aber ja, wenn du so erstmal verlierst, trotzdem durch den Plant ein solider Buy. Und jetzt hier, uiuiuiui, da ist Panix ganz weit vorne. Und vor allem ganz alleine. Ja, oh, ich sehe es gerade im Spielplatz drin. Krimo geht da noch down, Panix wird geholt. Na, Bombenplant bei Penta sorgt eben für diese sehr, sehr starken Waffen für eine zweite Runde. Aber da laufen sie gleich in Hades rein, der die Farmers in der Hand hat. Steht da in den Toilets an der Smoke. Nicht ungefährlich die Position, der lässt sich jetzt auch langsam zurückfallen. Und Marvin hat das Timing. Hades mit dem Kill. Und jetzt nehmen sie das Tempo kurz wieder raus. Eigentlich schön disengaged, wenn da nicht zwei Frags für Penta draus entstanden wären. Ja, und Red beendet es dann. 10. Runde für Penta Sports. Jetzt habe ich so viel geredet. Dani, ich übergebe an dich. Ach, gar kein Problem, gar kein Problem. Ich höre auch gerne zu. Tatsächlich schade, was da Marvin und Hades da gespielt haben in der Mitte. War eigentlich super gut. Kriegen dann tatsächlich auch die Frags, aber dann gut reagiert von Penta. Und dann bricht diese Zange, die sie da hatten, diese kleine, leider auseinander. Und dann ist es auch okay, dass hier Penta 10 Runden auf dem Konto hat. Ja. Diesmal hat wieder der Gegenforce-Buy von Big Omen Academy. Für mich, also man kann es ja auch einfach mal immer wieder ansprechen. Ich mache es nicht in jedem Cast, aber das Geldsystem in CS für mich ein bisschen broken mit dem Bombenbonus, den du bekommst. Also legst die Bombe in der Pistol Round, verlierst die Runde, bekommst den geboosteten Loser-Bonus und auch noch den Bonus dafür, dass du die Bombe gelegt hast. Dadurch hast du so viel Geld, dass du eben auf 4 Galils oder 3 Galils oder eine AK gehen kannst, je nachdem, wenn jemand viele Frags gemacht hat. Und dann spielst du gegen CTs, die da mit SMGs rumlaufen. Ne? Ist eigentlich ein bisschen unfair, sehr unbelohnt für die CT-Seite, die wahrscheinlich hart kämpfen musste, um die Pistol Round überhaupt zu gewinnen. Ich, genauso wie du, ist halt schon grundsätzlich natürlich fair, dass die T-Waffen etwas billiger sind, meiner Meinung nach, aber ja gut, also die Runde, die zweite, der zweiten Halbzeit, das war natürlich schon hart. Also 4-mal Galil, eieiei. Mhm. Fühlt sich irgendwie falsch an. Genau, ja, hier jetzt die Alarm Contact Smoke von Red. Ist natürlich auch immer wieder eine Ankündigung, dass man da was an Alarm machen möchte. Aber wenn ich gegen eine Eco spiele, sind solche Granaten einfach meine Lebensversicherung, um nicht irgendwie noch einen Deagle-Shot zu kassieren. Und die bereiten auch gerade einen Tower vor, hatte ich das Gefühl.
brechen das dann aber doch wieder ab und entscheiden sich dafür, zu zweit aggressiver die Banane zu halten, falls er langkommt. Ja, und da geht's jetzt schon rein. Schönes Timing hier von Panix mit einem auf dem Spot Sky erfolgreich. Und Sin jetzt auch noch mit dem Refrag gegen Panix. Anuin aber in den Toiletten. Ganz alleine auf weiter Flur. Der hat eine Deagle. Mal schauen, was er damit ausrichten kann. Währenddessen sehen wir hier. Ah, jetzt Anuin. Anuin kann er hier nochmal einen machen. Tatsächlich. Aber Red schon wieder. Jetzt Xen holt endlich Anuin raus. Und wir haben ein One-on-One. Marvin gegen Sin. Marvin gegen Sin. Und immer noch hier der Struggle um die Bombe. Da versucht er den Ninja an, defused den Ninja und er wartet in einer falschen Position und dann schießt ihm Sin in den Rücken. Naja, es war eigentlich super stark gespielt von Big Omen Academy. Anuin hat jahrelang in den Toilets überlebt und konnte dann sogar noch einen Frag machen. Der war wirklich ein Dorn im Auge von Penta, weil sie dadurch, dass Anuin lebt, die Bombe nicht sicher für die Toilets planten konnten. Deswegen war auch gerade dieses Nachschieben in Richtung Banane, dass da noch ein zweiter Spieler von Big Omen Academy reingegangen ist. Ein extrem starker Call. Hat allerdings nicht sollen sein, die Runde geht am Ende an Penta. Big Omen Academy spielt jetzt die Eco. 5-Mann-B-Stack. Mal schauen, ob sie damit richtig liegen. 4-Mann an die Fässer. Was ist das denn bitte? Habe ich so tatsächlich auch noch nicht gesehen. Oh boy. Ein Molotov, ey. Du machst ein Utility-Damage. Ja, Krimbo Anti-Flash sitzt auch noch. Also, okay. Wird aber erstmal nicht belohnt im Rundenstart. Aber Sinn hier an kurz. Oh, da kommen jetzt gleich 5 Leute. Schau mal, wie viele macht. 1, 2 und nur 2 sind es. Anuin mit dem Refrax. Nochmal mit einem. Was ist denn das jetzt hier? 3 gegen 2. Man kommt hier an 2 AKs und plötzlich könnte es nochmal spannend werden. Oder natürlich der Safe auch eine Option. Ja, absolut. Die 2 AKs sind immer ein Safe Wert auf der CT-Seite. Mit den 2 Kills an sich hat man schon einiges an Economy-Schaden gegen Penta angerichtet. Und Big Omen Academy boostet mit den 2 Waffen natürlich dann auch die eigene Economy, dadurch, dass das ja gerade eine Eco war und sie dann eben Waffen mitnehmen können. Runde verlieren sie dann natürlich. Das wäre dann die 12. für Penta Sports. Und die kommen schon gefährlich nah an den Sieg hier ran. Das wäre das nächste 1:1 für Big Omen Academy und das erste 1:1 für Penta, sollte Penta hier auf Overpass gewinnen. Ja, und das sieht es doch bis jetzt solide danach aus. 12 Runden, Big Omen Academy. Ja, die werden jetzt eine gute nächste Runde spielen können, denke ich. Aber die muss man dann natürlich auch gewinnen. Arg viel besser mit den 2 gesaveten AKs und noch dem Kauf dazu wird es auch nicht mehr. Ja, Penta zieht eine taktische Pause. Wir wissen natürlich, dass das eigene Geld schon ziemlich gebrochen ist, ne? Es ist für Penta jetzt gerade eine doch sehr wichtige Buy-Round geworden. Da hätten sie wahrscheinlich gerne mehr Waffen mitgenommen. Und was wir ja auch gesehen haben auf der CT-Seite von Overpass, dass Penta eben sehr gut auf das Spiel von Big Omen Academy vorbereitet ist. Und dann, wenn ich nochmal in meinem Oberstübchen ein bisschen rumkrame, Big Omen Academy ist halt auch ein Team, das sehr gut aggressiv auf A spielen kann. Das heißt, sie können auch mal extrem tief in die Mitte reinlaufen, haben sehr gute Setups, um da bestimmte Aktionen zu spielen. In dieser Runde noch nicht viel gekauft worden. Da bespricht man wahrscheinlich auch sehr gut, wie die Utility dann aussehen soll bei Big Omen Academy. Ja, und was wir ja auch haben, dürfen wir auch nicht unterschlagen. Das ist ja ein bisschen verkehrte Welt, ne? Weil Penta hat Inferno gepickt und Overpass ist der Pick von Big Omen Academy. Und ja, da sieht es hier irgendwie so aus, wenn es auf der Map des jeweils anderen ganz gut aussehen würde. Ja, Penta spielt in dieser Runde mit 3 Leuten B an. Da fliegt aber erstmal der Molotov unten an die Kurzposition. So, Sin mit der Nate in Richtung Boost. Den Molly haben sie einfach abgewartet und Big Omen Academy hat den als Fake geworfen. Niemand ist mit dem Molotov in die Kurzposition reingelaufen und die Information hat Penta gerade bekommen. Da wird ein bisschen Druck auf die Mitte aufgebaut, mit dem Molotov noch hinter die Position. Oh, oh, oh mein Gott, das kommt super. Der Spieler am Holz auf 12 HP runtergenadet. Starke Kombi hier von Penta, die sie sich wahrscheinlich sogar von Big Omen Academy abgeschaut haben.
Ja, also die wissen, wie man mit den Granaten umgeht, aber Anduin, der weiß, wie man mit der Rifle umgeht. Plötzlich aus dem Nichts, das war tatsächlich Nummer 19, unglaublich. Nichtsdestotrotz dieser Nate-Move, wunderschön, jetzt der Refrag von Xen gegen Anduin. Ja, Sky und Co., die, oh, da schicken sie gerade Sky komplett durch an A. Hat die Lücke gefunden, aber da ist auch einer hochgeschoben. Auf B wird immer noch geschossen, die Bombe ist auch vor B, 40 Sekunden. Da glaube ich nicht mehr eine Rotation in Richtung A von Penta, maximal über den Underground. Und jetzt ist die Frage, ob er damit in der Smog arbeiten kann, aber währenddessen schöner Monstergang, der Meatgrinder, Krimbo, mit einem wird aber geholt von Paddy. Und dann ist er plötzlich alleine gegen zwei Spieler, denn Sky, der kann am A seinen Lurk, den er da hatte, nicht in einen Frag umsetzen. Und jetzt hier an den Fässern. Und das ist natürlich eine einfache Nummer hier für Hades. Macht den Kill hier gegen Paddy. Und dann gibt's die achte Runde. Ja, es ist, ich habe also das, ja, Positioning im Afterplant war, glaube ich, so ein bisschen darauf ausgelegt, dass beide Spieler ein Backstep spielen, also über Kurz- und Monstergang kommen. Und dann wird er halt direkt genascht, als der Spieler bei Heaven nochmal nachschiebt. Das, ja, unlucky, ne? Im 1 gegen 2 kannst du eigentlich keine Fehler machen. Ist immer meine Aussage. Du bist im Nachteil, du musst immer ein Risiko gehen, du musst immer was probieren. Und in dem Fall sah es halt ziemlich dumm aus, wenn du dann halt hinter den Fässern sitzt und so einfach von Heaven geholt werden kannst. Aber das ist natürlich eine ganz andere Grundannahme gerade dabei gewesen. Es geht in die nächste Runde, Runde Nummer 21. Big Omen Academy konnte den Lauf von Penta jetzt mal kurz unterbrechen. Und diesmal wird auch wieder etwas A-lastiger aufgebaut, so wie es aussieht. Aber auch da muss sich Penta, so wie es aussieht, Zeit lassen. Denn jetzt erst gehen sie in Richtung Brunnen vor. Ja, und du hattest es ja auch schon angesprochen, letzte Runde, das Geld von Penta. Man sieht es an den Waffen nicht allzu gut. Wenig Utility, drei Galils und die AWP. Da musste man wirklich auch den letzten Rest aus dem Sparschwein zusammenkratzen, um die Red legen zu können. Und jetzt geht's hier erstmal ab, Xen im Underground mit einem gegen Hades. Und da wird er durch die Banks, durch die Smog nicht geholt. Schön der First Track und somit der Vorteil für Penta in dieser Runde. Ja, boah, dass Xen hier vorgeht, ist halt ziemlich gewagt. Oh, sie hat einen Panics fast abgefangen und der killt nicht nur einen Spieler, sondern droppt auch die Bombe, weil er weiß, dass er das an der Position nicht halten kann. Smog das Ganze also ab. Red versucht es ein bisschen mit den Smokebanks. Aber da ist Paddy dann schon durchgekommen. Und ah, diese Lücke an der Banane, die finden sie jetzt schon zum zweiten Mal. Auf jeden Fall. Aber Anduin, der findet auch was. Und zwar den Kopf von Sinn. Und da wollen wir mal gucken, ob er noch nachlegen kann. Aber erstmal zögerlich. Jetzt sehen wir hier Paddy mit der AWP. Schön. Und damit ist der A-Spot komplett offen. Wissen sie natürlich nicht. Doch, jetzt wissen sie es. Denn nur noch ein Spieler ist da. Krimbo am B. Und da kann man doch auf den A-Spot joggen. Für den Plant. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier ausgespielt wird. Okay, vor der Box tatsächlich. Ja, Paddy hat einfach einen mega Winkel, ne? Also, das ist der Winkel, mit dem er an keiner Position ungesehen durchkommen kann. Maximal vielleicht über Heaven zu Elevate, aber er hat halt Minischlitz gewählt, guter Winkel, immer noch breit genug, um zu reagieren und Krimbo hat dann gar keine Chance. 13. Runde Penta, du brauchst Folgerunden auf der CT-Seite, die fehlen Big Omen Academy und deswegen müssen die direkt nach dieser verlorenen Runde wieder in eine Sparrunde reingehen. Das einzige, das Glück im Unglück und es ist so ein ganz kleiner Vorteil oder eine ganz kleine Sache, an der sie sich noch festklammern können, ist, dass es zumindest nur eine Eco ist und nicht eine Force-by-Eco-Geschichte. Ja, denn die wäre beim Stand von 13 zu 8 natürlich sehr, sehr bitter. Nichtsdestotrotz ist hier interessant, dass man bei Penta die beiden AWPs behalten hat auf der T-Seite. Ungewöhnlich. Mhm. Aber Overpass ist auch eine Map, wo du immer viele Distanzen hast, finde ich. Ähnlich wie auf Train, also auch eine Map, auf der man eine Doppel-AWP auf T-Seite spielen kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde irgendwie, weißt du, ob das irgendwie komisch klingt, die Kanten sind halt irgendwie schräger als auf Train. Ja, deswegen ja, also. Ja, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Sagen wir, Train ist ziemlich straightforward, ne? Ja. Oh, das Timing! Und die Bombe ist am Spielplatz down! Hades kommt in die Arme! Ja, und da siehst du natürlich ganz schlecht aus, wenn du so abgeholt wirst. Und ja, der sitzt auf der Bombe, jetzt schieben die Spieler nach Sky mit dem Refrag gegen Panics. Aber das ist auf einmal 3 gegen 3 geworden. Okay, am B-Spot nochmal Xen, aber Hades mit der Flash. Wow, 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 was ist denn hier los?
Marvin dann noch mit der Trigger-Disziplin. Da kurz zu warten, fängt Sinn noch ab. Und jetzt muss Xen das Ganze klatschen. Und dieser Frack am Spielplatz, holy shit, ey. Der war schon sehr extrem gerade. Was ein Timing wieder. Diesmal aber von Big Omen Academy. Diesmal konnten sie es ausnutzen. So, Fuß gesehen, Winkel verändert. Nochmal durchgeschlingelt, aber alles bleibt da ganz cool. Neunte Runde Big Omen Academy aus einer Eco heraus. Und das ist natürlich jetzt ein Geldsegen, ne? Du nimmst eine Doppel-AWP mit. Du hast so oder so gespart, bekommst noch ein bisschen extra Kohle obendrauf. Da wird die ein oder andere Reserve schon mal da sein für die nächste Runde. Ja, zum einen das und zum anderen ein absoluter Schwung des Momentums hier, denn wir sehen es ja, Penta, sag ich mal, eher magere Force bei einer SMG nur und ja, Big Omen Academy, die können jetzt sich hier erstmal freuen. Mhm. Massiver Underground-Aufbau von Penta. So, Marvin hier mit den Info-Jumps. Der spielt das Spiel mit der Underground-Tür natürlich mit. Und die wären vielleicht gerne schneller vorgegangen. Aber wenn die Tür aufgesprengt wird, ist das immer gefährlich. Und da sehen wir schon diesen Bang. Glück für Penta, denn da war gar kein Treffer von Marvin dabei. Und jetzt sind sie alle an den Underground oben gekommen. Flash von Red, damit sie dann die Banane durchziehen können. Und der Flash auch nochmal in den Rücken, falls da einer verzögert dran steht. Ja, und jetzt geht's hier auf die Side. Panix aber solide mit dem ersten. Und jawohl, jawohl. Panix mit dem zweiten. Die Langposition natürlich, wenn er nicht schnell fällt. Und dann kommt er tatsächlich nochmal weg. Wie macht er das denn? Und ja, Red, der wird jetzt hier von der Rifle geholt. Schön nochmal Hades und Marvin hier mit jeweils einem 13 zu 10. Ja, das hat ihn die Tech-9 so ein bisschen gerettet in der Situation. Die auf Distanz natürlich dann nicht mehr ganz so genau ist, zumindest nicht mehr mit den nächsten Schüssen, soweit ich weiß. Ihr seid ja die Statistikhelden im Chat, Leute. Wie gut ist die Tech-9 auf Distanz? Erster Schuss, weitere Schüsse und so weiter. Klärt mich auf. Und Big Omen Academy konnte mit der Runde auch gut Geld aufbauen. Da waren nicht viele verlorene Spieler dabei. Gerade mal schauen, nee, kein einziger ist da down gegangen sogar. Aber jetzt ging die Eco dann direkt Panix down. Und sofort wird durchgefahren durch die Smoke. Also kann man uns dann eigentlich ja nicht spielen, finde ich. Allerdings Hades sagt dann nochmal, okay, doch, das geht trotzdem. Ja, so dieses abwartende Spiel, gerade auch gegen Ekos, was ich eigentlich sehr gerne sehe. Und ja, Panix, der ist dann einfach mal rein, aber gut. Die Mates retten. Full House von Big Omen Academy. Das ist eben auch eine dieser Qualitäten von Big Omen Academy, dass kein Spiel wirklich verloren ist, egal wie weit hinten sie liegen. Das gilt nicht nur fürs Main-Lineup von Big, sondern auch für das Academy-Team. Es wird die taktische Pause gezogen von Big Omen Academy, die gerade einen guten Run haben. Drei Runden in Folge, die sie jetzt aneinander rein konnten. Ja, haben einmal Flawless gespielt, eben wieder zwei Leute verloren. Das Geld auf der CT-Seite ist gerade gut, aber bei weitem noch nicht so, dass man sich komplett zurücklehnen kann. Gerade weil Penta noch mit zwei Runden in Führung ist, die jetzt natürlich auch drüber sprechen werden. Was läuft gerade schief? Und was denkst du, Dani? Was ist gerade das Problem für Penta? Einfach dieser Moment am Spielplatz tatsächlich. Also es sah ja einfach so aus, wenn das Penta-Schiff komplett auf Kurs wäre, so ein 14-9, glaube ich dann, oder 14-8 wäre es dann gewesen. Aber ja gut, also wenn du die Bombe dann so verlierst, so bitter einfach am Playground und dann halt alle Spieler irgendwie gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ja, das ist natürlich sehr, sehr bitter. Also das war für mich eine richtig, richtig Schlüsselrunde für den Verlauf dieses Matches. Ja, so ein Neckbreaker, ne? Also eine 6-Punkte-Runde für Big Omen Academy. Wenn man dann diese Fußballfloskel noch mit einfließen lassen möchte. Gegen eine Eco verloren, selbst in eine Eco geschickt worden. Ne? Das dreht einfach das Geldgefüge sofort. Jetzt 4-Mann-B-Aufbau von Penta in der Buyround. Ist keine Eco. Haben auch gut Utility dabei. Aber Big Omen Academy, da passt der Raid. 4 Leute an B und direkt der erste Frag für Krimbo. Jawohl, und ja, Sky hier wieder mit einem Utility-Einsatz vom Spielplatz und da geht er lieber ganz schnell wieder weg. Da kommen vielleicht schlechte Erinnerungen wieder hoch. Panix aber an Short sehr weit vorne und da wird ihm eigentlich, jawohl, Panix einfach reinlaufen. Nochmal die Absicherung von der Rifle an den Sandbags, die jetzt hier eingreift. Schön gespielt hier von Big Omen Academy, die da den B-Spot schon sehr, sehr dicht machen. Ja,
zusammen mit dem Frag vorher am Monstergang sind es einfach 3 Kills, die unbeantwortet bleiben von Penta. Und nicht nur das, dann flattert auch noch die HE ins Gesicht von Sky. Der jetzt auf 40 HP runter. Nächstes Bait-Setup, wenn die AWP blind ist, dann könnte Anuin... Nee, dann könnte die AWP noch ein bisschen... Der könnte Anuin rumziehen, der geht aber down. Red kommt nochmal von kurz und da steht Krimbo dann mit der AWP bereit. Die Doppel-AWP, die bringen sie sogar noch mit. 13-12, hier Big gerade komplett im Comeback-Modus. Die fühlen es halt komplett. Also diese eine Runde hat einfach alle Kräfte mobilisiert nochmal und vielleicht hat man sich da auch nochmal an die guten Zeiten auf Inferno erinnert, die man heute ja auch verleben durfte. Also die sind tatsächlich jetzt am Drücker, spielen besser und da gehen die Shots natürlich auch rein. Penta, ja, die Runde hat sicher gesessen, die bauen gerade ein bisschen ab, beziehungsweise spielen nicht mehr so gut wie zuvor. Ja. Oh, Molotov hier an den Fässern, da tankt Anuin lange den Schaden. Marvin hat aber in der Smoke kurz abgewartet, bekommt direkt beide Frags, sodass die Bombe down ist. Krimo und Anuin helfen dann noch aus, Krimo sogar durch den Molotov-Frag. Und dieser Eco-Rush auf B, der läuft halt wirklich komplett gegen die Wand. Einen kann Red immerhin noch mitnehmen, aber es war wieder sehr stark verteidigt von Big Omen Academy, denn diesmal ein ganz anderes Timing bei dem Execute. Damit haben wir hier den verrückten Ausgleich. 13-13, das Comeback ist komplett da und spannender kann es kaum sein. 13-13, nochmal eine Gunround und schau dir Red an, die Glaskanone wird hier sogar noch beschworen. Ja, wenn, dann auf ihm, der hat eine gute Zeit hier auf Overpass. Ja, das Ding ist, dass das Geld von Big Omen Academy durch diese guten B-Blocks immer besser wird, ne? Das heißt, die müssen sich wirklich keine Gedanken ums Geld machen, können viel Risiko gehen, vielleicht auch mal Runden anspielen, die eigentlich schon verloren aussehen. Aber hier gibt sogar den First Frag für Krimbo. Wichtiger Refrag von Sky, auch das wieder ein starker Schuss. Aber der Underground wird angeaimt, diesmal auch wieder ein gut gewähltes Setup von Big Omen Academy an A. Allerdings übertreibt es alles gerade. Wichtiger Follow-up von Xen und ab geht's auf den A-Spot. Dachte ja. Ich. Zumindest nur für Xen, ne? Ja, für Xen auch nicht, oder? Tatsächlich geht man jetzt hier nochmal in Richtung B mit der Bombe, denn die war ja noch relativ weit weg. Und wo sind denn die guten Spieler von Big Omen Academy? Ja, einer noch am A-Spot, wo es erstmal nicht hingehen wird. Aber ja, Anuin jetzt hier wird einfach geholt von Xen. Der macht die Tür mit einem Selbstvertrauen hier auf und macht den Frag. Und somit ein 3 gegen 1. Marvin, der geht das natürlich mit dem Geldpolster gerne an. Und mit dem Aiming, das er hat, sowieso. Aber keine Chance, Mann. Sky knallt ihm direkt ein von Lats. 14. Runde Pentasports. Und die kam wie gerufen. Xen hier mit einer Wahnsinnsrunde. Der Follow-Up-Frag gegen die Banane sorgt dafür, dass die Runde eigentlich komplett zerfällt für Big Omen Academy. Und dass er dann auch noch Anuin dann kurz schnappen kann. Da war dann eigentlich schon alles klar. Jetzt ist es natürlich wichtig, hier direkt die Folgerunde ranzuholen. Und sie werden wissen, dass das Geld bei Big Omen Academy gut aussieht. Sie werden wissen bei Penta, dass sie hier nochmal gegen AWPs, gegen Rifles antreten müssen. Ja, mental auch wichtig. Man hat ja bei Big gerade das Setup gespielt, das Penta auch gespielt hat in der CT-Halbzeit. Bei Penta hat es nicht funktioniert, bei Big schon. Und man gewinnt dann trotzdem, obwohl so das eigene Setup gegen einen verwendet wird, die Runde. Das ist natürlich immer so ein Ding im Match, fühlt sich sehr gut an. Ja, Hades im Underground, auf Angle, einen gemacht, er weiß, dass da noch mehr ist, hat ein bisschen geprefired, sehr viel Schaden, keine schlechte Aktion hier, wundert mich sogar, dass überhaupt die Pose aus der Ecke gewechselt hat, nachdem die Smoke kam. Mitte Flash, ja. In dem Fall aber gar nicht so schlecht, nichtsdestotrotz, 4 Spieler noch am Leben bei Penta. Hier besprechen sich noch keine Orientierung da, jetzt aber nochmal Schaden verteilt. Schön und Xen hier, der wirklich aufblüht hier. Ja, dann schießt Panix vorbei, aber im Nachsetzen passt der Frag auf Paddy. Am Monstergang ist Red jetzt gerade rausgeschlichen. Sieht, so wie es aussieht, wird er wohl gleich von Anuin gecheckt. Tipflash schaut da rein und bekommt den Frag auch. Also schöne Aktion hier von Red. Heaven Smoke dann noch dazu, die Wasserposition längst unter Kontrolle. Da muss man eigentlich nur warten, bis die aufgeht, damit die Bombe sauber crossen kann. Und die geht sogar zur Sicherheit über den Monstergang. Red dann mit dem nächsten. Damit Panics down. Ein 1 gegen 3 für Krimbo. Aber muss er eigentlich nicht angehen in der Situation. Könnte er saven.
Grimbo hat trotzdem Bock und ja, da macht er tatsächlich den ersten. 1 gegen 2 Grimbo, jetzt natürlich bekannt. Und mal schauen, wie das die beiden Panther-Spieler ausspielen. Sind Xen ja schon mit Frag in dieser Runde. Jetzt der Back von Grimbo und da geht der Down von Sin gefällt. 15 zu 13, Freunde. Jawohl, 2 Map Points für Penta. Es sieht gerade alles nach dem 1-1 aus an diesem zweiten Spieltag zwischen diesen beiden, ja, Kolossen der 99 Damage Liga, kann man das ja schon nennen. Big Omen Academy. Oh, da sieht man, dass das Geld trotz dieser guten Reserve nach 2 verlorenen in Folge sehr, sehr knapp geworden ist. Big Omen Academy mit einer Farmers und einer MP9 in dieser Runde unterwegs und kein Diffuse Kit. Schauen wir mal, ob es ein entscheidendes Detail wird. Panics erstmal im Underground. Aber den warten sie ja vielleicht. Gerade eben hat er ja auch schon so im Underground gespielt, im Off-Angle. Er zieht sich jetzt da auch zurück. Meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Und man nimmt jetzt bei Panther viel Raum ein im Underground. Ja, Ober. Was auch interessant werden könnte, sind Hades und Grimbo, die beide auf Lang spielen. Vielleicht noch das zu einem Backstep ummünzen können. Ja, Sky wirft wieder den Molotov hinten an die Partyposition. Smoke in Richtung Toilets. Ist inzwischen auch so eine etwas klassischere Kombination auf dem Level geworden. Aber da kommt Panics eben. Schöner Frag sofort. Die Guardian Smoke noch hinterher. Über Lang ist aber einer. Über die Toilets geht es eine Richtung Lang. Und Xen checkt nicht nach hinten. Was? Die laufen echt alle aneinander vorbei? No way! Xen ist gerade einfach komplett durchgelaufen. Niemals wird Panics damit rechnen. Und das könnte ein Backstep werden. Aber Xen braucht natürlich noch ein paar Sekunden. Ja, und da lassen sie bei Penta den Mate jetzt auch erstmal spielen, denn ja, die Infos, die Xen sammelt, damit könnte man eine ganze Zeitung hier füllen für das CS Newsblatt, aber so langsam muss er da aus der Position noch was machen, denn es sind nur noch 30 Sekunden gleich zu spielen und ja, so viel Zeit hat man nicht mehr bei Penta. Ja, da macht er echt noch einen Step, er geht zum Heaven. Niemand hier in der Nähe, die Steps, nicht schlimm. Da bekommt er noch einen Kill, den Backstep haben sie sogar abgefangen. Der Heaven-Spieler ist also down, aber das war trotzdem die Aktion, mit der sie vielleicht die Runde noch bekommen. Red bei 14 Sekunden, hat die Bombe auf dem Rücken. Keine Granate mehr dabei, hat den Blick Richtung Kurz, aber weiß nicht, wie sich Panics hier gerade bewegt. Fake Plant, No-Scope geht vorbei, der Kurzspieler ist da. Die Runde geht an Big Omen Academy. Und vielleicht wird das hier sogar noch eine Overtime, denn jetzt ist das Geld bei Penta teilweise sehr knapp. Ja, da hat man gerade noch versucht, die zweite AWP rüber zu schießen zum Mate. Hat nicht ganz geklappt und es macht sich natürlich bemerkbar. Haben die echt noch eine Waffe verloren, oder was? Nee. Ja, die AWP, sie wollten die noch picken, die da lag. Und hätten sie jetzt Doppel-AWP spielen können. Ah, aber okay, also die Doppel-AWP fehlt jetzt. Ich dachte, die hätten vielleicht gar keine Waffe dann aus Versehen mitgenommen. Ach so, nee, also es ist okay. Die Doppel-AWP, aber es tut natürlich auch weh. Mach mich doch nicht fertig hier. nee, keine Sorge. Taktische Pause, Big Omen Academy. Die werden sich natürlich auch fragen, wie hat Xen es bitte geschafft, in die Position zu kommen? Das war sehr wild, was da gerade Anna Lang passiert ist. Vor allem, weil Big Omen Academy, dadurch, dass Xen so lange braucht, haben sie den Backstabber eigentlich mit einem richtig guten Timing im Spiel gehabt. Aber das war anscheinend kommuniziert bei Penta, dass so ein Backstep möglich war und deswegen hatten sie nach hinten abgezielt, konnten den Frag machen, ohne dass Schaden entsteht. Und dann macht Xen ja auch noch einen Kill aus dem Heaven. Hätte er da vielleicht mehr auf Zeit gespielt, anstatt direkt rauszulaufen, das wäre dann vielleicht ein bisschen effektiver gewesen. Aber das ist hinterher natürlich auch sehr einfach zu sagen. Auf jeden Fall, genauso wie es einfach zu sagen ist, was passiert wäre, wenn er sich halt lange einfach mal umgedreht hätte. Ne? Ja. Ja, das ist halt die erste Aktion, genau. Aber witzige Runde auf jeden Fall gerade. Was passiert hier? Oh, das ist der Tower. Red hat entweder nicht geklappt oder hat nichts gesehen. Ja, die stehen auch close am Monstergang. Da kannst du mit dem 4-Mann-Tower natürlich nichts machen. Es geht dann late Richtung Party und da läuft Grimbo gerade an der Lang vor. Ja, das könnte jetzt auch hier der erste Contact werden und den wird es auch auf jeden Fall geben. Schön am Baum hier mit keinem Sly. Mit dem Fokus und Red auch noch an anderer Stelle. Und damit sieht es doch hier tatsächlich nach einer guten Runde für Penta aus. 5 gegen 3, so früh in der Runde schon. Ja, aber da kommt eben das Counterplay von Anuin. Schnappt sich Sin. B jetzt an sich unwahrscheinlich, aber theoretisch könnten sie bei der Zeit noch langsam Richtung B umstellen bei Penta Sports. Anuin macht da Info-Jumps, er will noch nicht nach oben.
Und ganz die gehen mit der Bombe auch langsam in den Underground rein und haben noch ein paar Fake-Flashes an A geworfen. Aber jetzt schaut ihr die Position von Panix an. Der könnte auch einfach mal sagen, ey, 40 Sekunden, an A kommt nichts vor. Ich check jetzt mal, er schließt jetzt hier aus, er sammelt jetzt die Information. Und dann könnte Marvin runterrotieren. Aber das kommt auch ein bisschen spät, denn man ist jetzt ja auch schon bei Panther ganz gut aufgebaut. Man läuft jetzt im Monstergang hier rein. Viel Schaden durch den Molotov und Anwin. Ganz wichtig! Hält den Monstergang hier alleine. Jetzt noch einer von Paddy. 2 gegen 2 jetzt hier. Da wird Anwin rausgenommen, macht aber noch ein bisschen Schaden. Und jetzt die Frage, kann hier Marvin das noch verhindern? Noch den Headshot gesetzt, aber der Helm rettet für Paddy. Und das kann er also nicht klatschen. Im 1 gegen 1 kann er sie machen. Oh. Nein, kann er nicht. Paddy Junge. Macht hier für Panther die Map durchholen. Und damit ist es ein 1 zu 1, Leute.